Herzlich willkommen zurück zu Command & Conquer. Ich finde, wir haben uns hier eine ganz gute Situation rausgearbeitet. Ich würde jetzt hier mal ein Stück leiser machen, damit mir die Ohren nicht explodieren. Sehr schön. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier vielleicht nochmal ein paar Bazooka-Typen hinstelle. Weil die greifen ja wirklich den Turm an, weil dann brauche ich mich nicht mehr auf meine Base konzentrieren. Dann würde ich einfach noch ein paar Panzer bauen und dann einfach einreiten bei ihm. Würde mir persönlich ziemlich gut gefallen. Bist genügend repariert. Du gehst hier nochmal rauf. Und die halt wirklich schön so ein bisschen verteilt. Ne? Die nochmal dorthin. Dann ist eigentlich ganze Base genau, ne? Weil die gehen, glaube ich, gehen die automatisch? Nee, ne? Schwierig. Okay, sowas ist, ich dachte halt eigentlich, warte mal. Was ist, wenn ich die auf Beschützen stelle? Achso, ja, nee, ihr sollt eigentlich eher hier aufgehen. Und wenn ich die jetzt hier auf Beschützen stelle? Von der anderen Seite? Geht das? Ah, Base sollte eigentlich nichts passieren. Ah, okay, okay. Die laufen dann nämlich selber, okay. Dürften denen nichts anhaben, ne? Ah, doch schon, ordentlich. Ist ja aber auch so. Okay, okay, okay. Folgendes. Das wäre richtig mies. Das wäre halt richtig mies. Nein. Ich dachte nicht, dass sie das hinbekommen. Das ist halt richtig mies. Habe ich zu wenig Kohle oder was? Eigentlich halt nicht. Ich dachte halt, die machen das locker. Ist ja, okay, das ist ja mies. War ich ein bisschen zu leichtfertig. Die sind alle weg. Naja, so richtig komme ich nicht aus meiner Base. Okay, erstmal lasse ich die mit hier stehen. Kann halt auch nur begrenzt verteidigen, ne? Okay. So, du kommst daneben. Ich brauche hier noch einen. Oder ich baue die Dinger ab. Aber wie viel gibt es davon zurück? Nicht genügend, ne? Was ist denn, wenn ich euch hier hinterstelle? Und da stehen lasse? Kriegt ihr dann Feuer ab? Ich bräuchte hier noch... Ah, zwei Türme wäre eigentlich perfekt. Ich verbaue mich dann zu sehr, ne? Wäre eigentlich eher nicht so gut. Oh. Ich werde die Mission schaffen. Werde so schaffen. Sag ich jetzt mal. So. Ja, beschützt man den Turm. Gut, die fahren jetzt hier hin. Solange die nicht angegriffen werden, ist eigentlich erstmal alles cool. Vielleicht muss ich hiervon noch einen bauen und dann müssen sie oben mit hin. Und nicht, dass sie dann zerstört werden. Was habe ich denn hier noch? Das Ding steht ja eigentlich noch. Power haben wir eigentlich auch genügend. Wie kriege ich denn noch mehr? Warte mal, steht hier der Name? Kommunikationscenter.
Bräuchte da das. Warte mal, ich baue hier noch einen. Ich baue noch mal so ein Experience-Dings dahin. Lustig. Ich hoffe, kommt das. Ah, okay, sehr schön. Der geht auch auf den, oder was? Vielleicht ist es sogar ganz okay, selbst wenn ein Feuertyp hier rauskommt. Weil die Dinger so viel Schaden machen. Also hier, ne, wenn er wieder seine Hand Notz baut. Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Weiß aber auch gar nicht, wie es in Englisch heißt. Ah. Warte mal, was ist denn, wenn ich die hier einfach zur Verteidigung von denen hinsetze? Und den stelle ich einfach mal hier hin. Können die da patrouillieren? Würde halt super gerne noch einen hinsetzen, aber naja, gut, das wäre dann halt irgendwie schon preiswerter für mich und ich soll vielleicht auch ein Silo bauen. Sie kommen ja eigentlich immer von oben, nicht mehr von rechts. Spiel so langsam, es wächst nach. Das ist halt schon nett, ne? Das ist nett. Komm, ein Ergebnis. Frage wäre sogar, ob ich den mittig hinsetzen kann. Ich baue hier mal nochmal mit Dan. So, jetzt einfach nur. Was stört ihn denn hier? Das habe ich ja nicht so ganz raus. Aber ich kann jetzt einen Mammut haben. Wird jetzt mal hier irgendwie gucken. Das habe ich noch nicht, ne? Damit habe ich doch da diesen Schlag. Muss halt mal gucken, dass ich sein Baudings weghaue, dass er nicht mehr bauen kann. Am besten mit meinen Engineers unten. Der Wagen ist ja voll. Warte halt hier noch, dass ich eine gute Situation habe. Das vielleicht mit ein paar Bazooka-Typen. Ah, dann bräuchte ich ja Panzer auch. Und ein Silo. Ich werde ein Silo bauen. Ich muss ein Silo bauen. Oder ich baue halt noch so ein Tibetium-Ding. Wenn so oben anfangen zu sammeln, ist das, glaube ich, nicht gut. Ja gut, der geht jetzt schon da, ne? Hier unten kommt schon wieder ein bisschen was. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Sieht es mit euch aus? Alle perfekt. Ja, genau das war halt hier der Gedanke. Vielleicht lasse ich den hier stehen. Ist halt die Frage, die Panzer würden ja gleich rüberfahren, oder? Und dann mache ich mir ja selbst Schaden mit. Könnte natürlich den einen jetzt mal raufschicken, um das zu testen.
es halt eh krass, dass die das einfach machen können. Was ist denn, warte mal, was ist denn, wenn ich bei dem das hier mache? Ja, schießt da auf nichts. Lustig. Warum greifen die nicht automatisch? Ja, okay, okay, ist. Ja, okay, ich kann ja mal einen Ingenieur hinschicken. Ja, gut. Ja, doch, ist ja eigentlich Sinn. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Wenn ich da wahrscheinlich auch reingeschrieben habe. Wie dämlich von mir. Und da habt ihr recht. Das ist doch Musik in meinen Ohren. Sehr schön. Ich muss die hier unten hinsetzen, ja. Hab das. Gleich. Ist einfach zu extrem. So, dann habe ich genau auch das. Und jetzt muss ich ein Silo bauen. Kostet noch eine. Achso, ich dachte, das wäre mega teuer. Bis auf wie viel kann ich denn jetzt rauf? Wer weiß. Okay, alles zerbombt hier. Wahnsinn. Okay, cool. So, kann ich jetzt die? Was stört dich denn? War kaputt oder was? Sagt immer, da wurde gerade was gebaut. Oder wurde das eingenommen? Ich kann irgendwie keine Fahrzeuge mehr bauen. Kann ich nicht einnehmen. Ja, warte mal, ich werde gleich mal die Hand Notz einnehmen. Und dann werde ich mal gucken, was ich da so Schönes habe. Ja, er hat halt mehr zum Abfahren jetzt, ne? Warum habe ich jetzt keine Minimap mehr? Ich habe keine Power mehr. Mhm. Das heißt, hier kommt nochmal ein Advanced Power Plant. Ja, okay. Vielleicht kann ich dann auch wieder Fahrzeuge bauen. Ich aber trotzdem merkwürdig. Ich hoffe halt nicht, dass es ein Bug ist und dass ich das erkläre. Ich das einfach nicht verstehe, das wäre okay. Okay. Zumindest steigt das jetzt alles ganz gut an. Entweder hat er keine Kohle mehr oder sagt sich, okay, es ergibt alles keinen Sinn. Krass wäre, wenn er mit einer großen Streitmacht auf einmal ankommt. Okay. Ah, stimmt, die können ja dann auch nicht angreifen. Gefährlich. Ja, deswegen ganz gut, dass wir das gebaut haben. Ich müsste fast noch einbauen. Macht der irgendwie nicht mehr. Komm, ich baue gleich noch einmal. Ja, ist mir lieber. Macht der hier. Baue ich das hier? No. Ja, warum habe ich die Hand Notz nicht einfach eingenommen? Verstehe ich jetzt nicht im Nachhinein. Stehen jetzt meine Panzer im Weg und er kann nicht mehr bauen. Construction complete. Ja, dann bau den mal hier. Brauche Fahrzeuge. Brauche ich Fahrzeuge? Ja, schon. Oder habe ich mich hier zu. Ich habe mich zu eingebaut. Kann das sein? Dass die Fahrzeuge nicht mehr fahren können? Kann er noch fahren? Ja, kann er noch. Muss ich vielleicht hier. Ah, sehr gut. Und
Das ist mein Ingenieurgut. So, wenn ich das habe, sieht es auch schon mal geil aus. Oh, ehrlich. Ihr Schweine, ey, ihr Schweine. Könnt natürlich mit einem. Das sind $500. Bitte, bitte. Ja, sehr schön. Ja, okay. Jetzt kann ich hier bestimmt. Nee. Hier kann ich auswählen. Bin ich einfach nur Feuertypi? Okay. Habe ich jetzt nur den Feuertypi? Gut, was ich mal machen könnte. Warte mal, speichere ich hier? Bin mir unsicher. Ich habe jetzt 1800. Mal auf abzuladen. Bist mal fertig. 2000. Ich will. Warte mal, ich brauche hier von einfach mal ein paar. Sind schon coole Teile. Damit rein in die Base. 200 nur. Könnte halt hiermit erstmal angreifen. Geht jetzt oben hin, das gefällt mir auch nicht. Okay. Zwei nur noch. Ist das gut, dass ihr hier so rumsteht? Ihr sollt. Hier beschützen. Hat aber auch ein bisschen lange gerade gedauert mit dem Zerstören. Gut, also die Mission sagt mir quasi, ja, nimm die Hand Notz. Aber was sagt mir das? Dass ich mit den Flammentypis ganz gut durchkomme. Anscheinend. Warum kann ich verdammt nochmal hier keine mehr bauen? Vielleicht sollte ich die mal wirklich in die Mitte setzen. Was ziemlich cool wäre. Aber nicht, dass sie dann unten bauen. Ist halt schön zugebaut, ne? Vielleicht halt zu sehr zugebaut. Überlege grad. Du kannst das nicht zerstören, aber du kannst es zerstören. Dass ich hier vielleicht öffnen muss? Ah, okay. Die Dinger kann ich bauen. Ja, vielleicht baue ich einfach nur Habenbies. Ah, finde ich cool. Baue einfach jetzt ganz viele Habenbies hintereinander und mache einen Großangriff. Gut schon. Ja gut, vielleicht kannst du auch aufhören damit. Der musste sein, sorry. Ja, ich baue da jetzt ganz viele von. Die sind da auch mit am Farmen. Gleich ist hier wieder nachgewachsen. Der geht oben hin, ne? Gut, Power sieht erstmal gut aus. Wenn er einen Luftschlag macht, sieht schlecht aus. Geil. Okay. Dann würde ich sagen, wir nehmen einfach mal alle. Speicher hier. Wird lustig. Dann greife an. Sag ich nochmal 1, 2. Sollten wir jetzt klarkommen hier. Ja.
Zumindest kann ich hier mal seinen Farmer erstmal stören und schickt einen Helikopter, ne? Okay, von rechts kommt irgendwie jemand. Wo bin ich da? Ja, schön, dass die Hambis sind. Sehr, sehr schnell. Ich muss mal gucken, was hier unten passiert. Dann kommen jetzt alle von rechts. Spannend. Okay. Wo ist seine Base? Da. Okay, cool. Die haben sich gerade, glaube ich, einfach selber weggefeuert. Okay. Kommen die mit hinterher? Hat der Hubschrauber noch Sprit oder was? Geht mal hin. Jo, okay, ungünstig. Eigentlich greift gerade mal einer den an. Warum geht ihr denn nicht hier hin? So, und der hier ganz verloren. Was macht er? Großoffensive oder was? Wäre gut. Wäre sehr gut. Freund. Sehr cool. Wenn die können jetzt wirklich angreifen, das ist jetzt ganz gut, wenn die sich verfeuern. Achso. Hätte ich auch mal nehmen können. Ich sehe schon irgendwas, was eben weh tut. Zumindest das wäre ungünstig. Ah, ist ich mal kaputt, glaube ich. Wird aber teurer für ihn. Okay, ich baue einfach Mammut-Tanks. Müsste ich die anderen noch bauen, hier, die hier. Rocket Launcher. Ja, mal sehen. Kann ich denn schneller farmen als er? Ich brauche auf jeden Fall hiervon welche. Damit das Teil ausgeschaltet wird. Einfach hier, ja. Passt. Gehst hier rauf. Ja, ein paar Mammut-Tanks. Ich könnte natürlich oben auch meine Base hinsetzen und verteidigen. Wäre eigentlich auch ganz cool, ne? Weil ich oben links die Base hätte. Also noch eine Base. Poste. Okay. Ja, er fährt halt jetzt ziemlich weit. Ansonsten müssten die halt oben hin, ne? Ist hier denn noch? Naja, so viel ist auch nicht mehr. Aber wird schwierig. Ich muss eigentlich jetzt einreiten. Das mit den Feuertypen war halt so ein bisschen Schwachsinn, glaube ich, wie ich sie eingesetzt habe. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt wieder Engineers baue, dass die wieder zu schnell sterben. Kriege ich das echt auch so mit Mammut-Tanks und so hin? Wenn ich die richtigen angreifen würde, ne? Schwierig. Ich glaube, ich habe so ein bisschen versaubeutelt. Gut, wenn er die weg hat, hat er ja auch keine Kohle mehr. Was ganz cool wäre. Habe ich jetzt schon, eine ganze Karte habe ich auch noch nicht aufgedeckt.
Weil alles, was er hinschickt, kostet ihn Kohle. Was gut für mich wäre, wenn ich einfach vor seiner Base stehe. Lass ja mal noch den Hubschrauberlandeplatz. Okay, große Truppe. Zumindest hat er anscheinend keine Obelisken da. Von wo kommen die denn? Okay. Muss hier nochmal ein bisschen erkunden. Auch mal ein bisschen erkunden. Mammutank. Okay. Einzelner. Das ist halt das alles, was wir noch haben. Ansonsten müsste ich halt zumindest oben welche hinstellen. Ich will hauptsächlich durchkommen einfach. Müsste ich halt oben welche hinstellen, das... dass er nicht mehr sammeln kann und dann würde es auch gehen. Aber ihn auch nicht überfahren, ne? Ist halt lustig. Naja, kannst vergessen. Okay, cool. Wenn ich ihn einfach immer mal störe. Ah, schwierig. Ich sehe halt hier noch nichts, ne? Könnt ihn öpfern? Öpfern. Könnt ihn öpfern, aber. Ah. Machen wir noch ein paar Ambis. Warten wir, bis er wieder rauskommt. Greifen nämlich hier jetzt an. Ah, hier. Die haben jetzt, glaube ich, gerade nur den einen. Die werden jetzt welche nachschicken, ne? Wenn ich ihn angreife. Glaube ich. Mal sehen. Weiß halt auch nicht, ob so viel jetzt passiert, aber. Vielleicht mit einer Armee von Hambis. Kann ich mich zumindest schnell wieder wegbewegen. Ja, und der haut früher ab. Wüsste halt super gern, wie viel Leben er hat. Gut, er raucht halt nicht, also wird es auch genügend sein. Kann ich denn hier raufgehen? Mir gefällt das gar nicht, gar. Vielleicht kommt der Helikopter mit, das wäre auch ziemlich cool. Wenn er gleich weggeballert wird. Das ist ja mal der Hammer. Ey, hätte ich das mal früher gewusst. Der Hambi kann die andocken. Sehr cool. So, folgendes. Nehmen wir euch mal mit. Und werdet euch so platzieren, dass ihr den Erntesucher zerstören könnt. Ah, ich hoffe nicht, dass ich die Leute hier mitnehme. Nein, geht. Okay. Da ist er. Kriegt ihr den gestoppt? Okay. Bleibt hier mal stehen. Geht mal vielleicht hier noch.
Weil wenn nicht, baue ich einen Helikopter und dann ist auch gut. Was sind denn die anderen gerade? Hoffe nicht, dass sie Probleme bekommen. Durch ihren Laufweg. 8 Grad. Gut, das einzelne Ding sollte jetzt okay sein. Wieder zurück. Haut den doch mal weg. So, und jetzt haut den weg. Ganz entspannt den weghauen. Ist ja schon, er dampft schon. Wenn er nicht mehr voll machen kann, ist das schon mal gut. Noch können die rechts lang. Ich habe keine Bodentruppen, mit der er überfahren kann. Sehr gut. Soll ich euch schon reparieren? Ne, ich würde sagen, noch nicht. Ja, oder? Nee, 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 nee. Kommt mal. Oh, okay. Ja, geht mal drauf. Die anderen kommen auch noch. Oben habe ich anscheinend freies Spiel. Geht auf das Feld. Ja, jetzt mit den Engineers aber auch freies Spiel. Ah, jetzt sind die Humvees von Vorteil. Achso, oh, Kohle. Ah, schade, ich dachte, ich kann den noch retten. Unnötig auch. Wer ist das an der Tech? Sieht aber nicht nach einem Problem aus. Oh, das ist gut, seine Infrastruktur anzugreifen. Zieht euch zurück und geht mal auf die Nähe. Okay, haut erstmal den weg, okay. Dann haut den weg. Haut das weg. Kriegt ihr die weg? Nee, oder? Noch mehr haben wir es ja. Brauche mehr haben wir es. Und halt hier diese 800 Dollar Dinge. Gut, ich mach's halt gerade jetzt sehr separiert, aber passt. Genau, jetzt geht er wieder auf den. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Schön, dass er haut sich das weg, kann's aber nicht mitnehmen. Okay, sehr gut. Dann brandschatzen wir mal weiter. Hat der noch irgendwas Spannendes hier? Sind vom Leben ganz okay dabei. Oh, das ist, glaube ich, wichtig. Ich meine, ich könnte mich wahrscheinlich besser anstellen jetzt. Komm, weißt du, ich hole erstmal die Humvees und alles mit hoch. Hier von den 800 Dollar Dingern, genau. Davon wollte ich ein paar bauen. So, und ihr geht jetzt erstmal hier hoch. Wo geht hier hoch? Und ihr halt bitte auch. Hoffe, die laufen nicht in Probleme. Ne, sieht gut aus.
Okay, vielleicht bleibt ihr hier, ihr seid zu schwer. Sorry, aber ist die Wahrheit. Okay, ihr geht doch mal drauf, bevor der abliefert. Sollte ja passen, ne? Ja. Der sollte bis dann weg sein, okay. So, ich weiß, da sind noch andere, aber ihr. Nee, geht erstmal von oben nach unten. Wo sind die anderen? Müsste passen. Sieht gut aus. Okay, selbst wenn er repariert, ist das okay. Hat er das verkauft? Ah, okay. Ich lasse mir jetzt ein bisschen Zeit, ist wichtig. Das ist ein nutzloser Landeplatz. Das ist seine einzige Base. Hatte der nicht mehr Schussdinger, ne? Hat er nicht? Für mich ist da nichts in der Herausforderung. Geil, sehr schön. Träumchen, wirklich ein Träumchen. Ja, perfekt. Und so, das war jetzt Infiltrated. Das heißt, genau, in den Covert Operations, Special Operations, muss ich dann auch noch schauen. Drei haben wir schon mal. Nächstes dann die vier. Elemental Imperative. Und wenn ich höre, dass die Not-Missionen einfach noch schwerer werden. Ja, gut. Aber. Ich meine, auch wenn ich viel rumheule und alles, aber im Endeffekt klappt es ja doch, ne? Wenn der halt wirklich so diesen Anfangstwist irgendwie hinbekommst und wir haben es ja ohne die Ingenieure so wirklich geschafft. Also klar, Handnotes habe ich mit eingenommen, war auch so auf der Hand liegend und ich habe es nicht geschnallt, aber hat alles geklappt. Wunderschönen Abend euch, wenn es gefallen hat, super gerne Daumen nach oben und in 3 Tagen kommt der nächste Part. Bis dahin.